Nimmst du schon auf? Ja, jetzt schon. Ich noch nicht. Bei mir steht gerade noch initialisieren. Einen Moment. Okay. Aber du sagst trotzdem gleich Hallo. Ich sag gleich Hallo. Ja. Also soll ich jetzt Hallo sagen, weil ich nehme jetzt auch auf. Ja, dann sag jetzt Hallo. Hallo! Dann sage ich auch mal Hallo. Hallo! Jetzt fängt es an wie die letzte Aufnahme. Das war jetzt sehr schön. Wir sind Oh, jetzt ich fall zurück gerade wieder durch mit den Berg. Panzer. Ich weiß noch so ungefähr, wie man spielt. Oh, wie schön. Wir sind Lol, hier ich die fall nackten gerade schon wieder Orks, die durch wir die Map entrücken. wie in der letzten Folge. Ich glaube, Schon wie immer. wieder? Ja. Ja, und wie heißt es? Wie heißt es, unser System, wie wir aufnehmen, ist dieses, wie heißt es, dieses Projekt, dieses Let's Play wird alle 2 Tage kommen. Jedoch wird so sein, dass wie habe ich das nochmal gesagt? Dass ein Tag vorher. Okay, ich mach's mal anhand eines Beispiels. Ich glaube, alle Leute haben jetzt kapiert, was du meintest. Sehr gut erklärt. Ja, okay, also anhand eines Beispiels. Folge 3 kommt bei mir am einen Sonntag. Bei ihm kommt dann die Folge an einem Mittwoch. Das heißt, immer einen Tag früher als bei mir ist entscheidend. So, jetzt kann ich mich auch aufs Spiel konzentrieren. Um das nochmal zusammenzufassen, was wir gesagt haben, ist, die erste Folge laden wir gleichzeitig hoch und dann immer im Zwei-Tage-Rhythmus, aber ich einen Tag vorher. Ja. Ist das so richtig? Habe Das ich korrekt ist wiedergegeben? richtig. Und ja, wie heißt es? In meiner Videobeschreibung könnt ihr seinen Kanal-Link finden. Das wird bei mir auch so sein. Die Plattform geht gerade nach unten. Man findet in deiner Beschreibung gesagt deinen eigenen Link. Genau, damit ihr doppelt auf meinen Kanal kommt. Ich behaupte aber, es wäre Cedrics Kanal. Das ist cool. Dann wäre es nur noch cool, wenn ich zwei unterschiedliche Kanalvideos, also Kanal-Trailer machen könnte. Oder einen sage ich dann, hey, ich bin Cedrics. Und der anderen sage ich dann, hey, ich bin Griesbrei. Und je nachdem, auf welchen Link geklickt bin. Das ist cool. Das wäre ziemlich gut. Das war ziemlich ausgefuchst. Rausgefuchst. Wo bist du schon wieder? Ich mach gerade alle tot. Das bezweifle ich irgendwie. Oh, ich hab gerade einen Double Kick gemacht. Ah, ich werde weggenockt. Wir sollten vielleicht mal in der Mitte kämpfen, damit wir auch Punkte kriegen. Weil irgendwie haben wir gerade 14. Irgendwie hat ein Oh. Triple Kill hingelegt. Ich Das glaube, war das war ich ich. gerade. Oh, gut, dann warst es Nein. du halt. Okay, du warst es. Ich habe Nein. einen Quadro Nimm Kill hier nicht hingelegt. meinen Ruhm. Ja, ich habe einen mehr gekillt als einen Triple Kill. Was? Ja. Ah, wir sind hier gleich auf. Wir haben beide 39. Guck mal unser Team an, nur Russen und ein Chinese. Scheint That's my wohl. best. Das, wie heißt es? Spiel scheint wohl sehr beim. Sehr beliebt bei den Kommunisten zu sein. Guck dir auch mal im Chat an. Die einzigen, die schreiben, sind die Russen wieder. Wo kann man denn Weiß ich nicht. Auf jeden Fall schreiben die chatten? oben. Hallo. Oh, yo, da kann man chatten. Hallo. Wie kommuniziert man mit Russen? Wodka, Wodka, Putin. Hättest du das jetzt zu mir gesagt, hätte ich Wodka, Wodka, Putin in die Ja, ich mach Abo-Box sowas. geschrieben. Ich bin nicht so. Ich bin so ein abgefuckter Typ. Wie, du turnst hier rum? Nee. Sportangriffe gibt's hier gar nicht. Lol. Der hat sich aufgelöst in Fledermäuse. Ich bin tot. Und Fledermäuse? Achso, das sind diese komischen Webkämpfer oder was das so sind. Oh ja. Wie sind das? Ach, der ist schon tot. Ich glaube, wir verlieren ziemlich doll.
Aber die haben diesmal gar keinen, der einfriert, kann das sein? Das könnte du macht es niemand. Lol, wie mache ich denn das Mana? Ich hab einen Triple Kill. Und du bist vor mir, du dreckiger Cheater, du. Ich bin vor dir, ich bin vor dir. Ich kann einfach besser zocken. Was? Und du hast tot. Einfach mehr Luck. Entweder kann man so sagen, dass ich mehr Luck hab, oder ich bin einfach besser. Nein. Oh, schade. Einfach so. Der Feind macht sich davon. Einfach so ein eiskaltes Nein. Nein. Au, oh, ich werd bewerft. Und jetzt ein böses Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schild, Schild. Ich geh gleich Schild. Die Plattform runter. Oh Gott, ich bin tot. Alter Fall, da kriegen wir aufs Maul. Boah, wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Du stehst auf der Plattform. Boah, jetzt reißt du aber Spielrunden. So, dieses komische Teil da. Werf das mal auf die Gegner. Da los, werf es auf die Gegner. Komm. Ich frag mich immer noch, wie man gucken kann, was man für Fähigkeiten hat. Fünf. Oh lol, ich hab alle auseinandergeworfen. Oh, bin schon tot. Oh ja, die sind so ein bisschen in Führung, die anderen da. Ach, ich habe Heiltränke. Benutzt du Heiltränke? Ja. Dann ist gut. Tötung. Da hat er mir meinen Gegner hier weggesnackt. Ja, ich war einfach schneller. Nein, du hast einfach abgewartet. Das ist alles Taktik. Oh Gott, da kommt einer. Kann man immer nur pro Leben einen Heiltrank verwenden, oder? Die haben so eine Abklingzeit. Die dauert aber recht lange. Jetzt könnte man sich ja die ganze Zeit auffallen. Ja, natürlich. Vierfach-Tötung. So, Defending, Defending. Nein, ich werde eingefroren. Komm, Escape, Escape. Och man, wenn man eingefroren wird, kann man sich gar nicht mehr befreien. Also voll doof. Warum das denn? Der Stun dauert viel zu lange. Ist ziemlich OP-Stun. Aber irgendwie verlieren wir immer... Entweder gewinnen wir ganz klar, oder verlieren ganz, klar. Ja. Es ist nie knapp. Nee. Oh Gott. Ja, dann haben wir verloren. Jo, dann haben wir abgekackt. Dann werde ich jetzt kurz die Aufnahme beenden und in der nächsten Runde wieder weitermachen. Jo. Jo. Ich nehme einfach weiter auf. 83 Punkte, ha. Gut, hier bekommen wir die ganzen Belohnungen. Mache ich mal okay. Boah, das finde ich gut. Das finde ich okay. Zwei schöne, tolle Runden. Eventuell können wir auch mal eine besondere PvE-Runde machen. Aber nicht jetzt, sondern erst gleich. Ja. Soll ich hier bereitklicken? Bei mir lädt hier noch... Ach, hier ist ein X. Gut, jetzt können wir wieder bereitklicken. Moment, ich kann einen Punkt ausgeben. Hier einen Fähigkeitenpunkt. Ja, kann ich das auch? Nein, du darfst das nicht. Jo, ich kann das auch. Was? Ach, hier kann ich mir durchlesen, was meine Fähigkeiten machen. Okay, ich kann anscheinend nicht hier irgendwas anderes gehen. Ich muss anscheinend das nehmen. Okay, cool, ich habe eine Kette jetzt. Ich kann da wohl anscheinend Gegner damit anziehen.
Okay. Panzer benutzt eine schwere Eisenkette, die er hinter seinem Schild verbirgt, um einen Feind zu töten, Hand zu ziehen. Ja, okay. Das ist cool. Das ist sowas wie Patch in Dota 2. Das gefällt mir. Okay, Oder ich klicke mal Blitzcrank auf aus League bereit. of Legends. Ja, oder der. Oder Ares aus Smite. Oder Crainer aus Heroes of the Storm. Oder irgendein Held aus Deathbreed. Ja. Und irgendein Held aus diesem MOBA. Überall gibt es einen, der das kann. Es sind eh alle gleich. Ah! Jetzt verstehe ich das. Geh mal in den Shop rein. Was? Bist du Okay, im ich Shop? gehe mal in den Shop rein. Du hast doch unter diesen Icons von den Sachen so eine Leiste, die rot ist, ne? Ja. Wenn die grün ist, kannst du den Gegenstand herstellen, dann hast du die Materialien dafür. Oh Leute, ich könnte. Ach, das habe ich schon. Stiefel. Was brauche ich da denn für? Oh, oha, wie brauche ich da denn für? Okay, ich kann mir fast Stiefel zusammencraften. Das heißt, ich crafte mir jetzt einfach mal Stiefel zusammen. Ich könnte mir Ellbogenpanzer bauen, aber die geben mir irgendwie. Naja. Ich will die Schultern. Das ist nämlich dann mal das und dann einmal das. Okay, jetzt habe ich eine 70% Chance, dass es ein Item wird. Hoffe ich mal. Daumen drücken. Jawohl. Ich habe erfolgreich einen Gegenstand gefertigt. Was hast du denn gefertigt? Ja, jetzt, wenn ich wüsste, wo das ist. Ach so, hier. Ja, gut. Ich habe mir jetzt Schuhe geholt. Schuhe. Ja. Was haben die mir jetzt Okay. gebracht? 177 Gesundheit und 15 Beherrschung. Was macht denn eine Beherrschung? Okay, kann ich mir irgendwie die Stats angucken von dem Typen? Spielfigur, Altar, Umkleidekabine, Netzwerk. Ah, hier, bei dem Leben, da steht ja auch irgendwo bestimmt Beherrschung, oder? Wo steht denn Leben? Na, das bei diesem großen roten Kreuz da, neben diesem Riesenrad. Ah. Ablocken, ne, steht nichts von Beherrschung. Was macht denn Beherrschung? Hier gibt's doch eine Info, oder? Ach, egal, ich klicke einfach jetzt auf bereit. Ich bin auch bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. I'm ready. Promotion. Karten für den SpongeBob-Film! Hooray! Dieser bitterbösen Piraten und dann so: Karten für den SpongeBob-Film! Hast du den neuen SpongeBob-Film geguckt? Ja, den habe ich auch geguckt. Kann man den gucken? Ja. Es ist am, ich habe mich. Ich dachte am Anfang, ach, das wird so ein Animationsfilm und dann so. Aber dann, als ich dann im Kino saß, ungefähr so 10 bis 20% ist diese Animation und der Rest ist halt auch normal Cartoon. Und dieser Cartoon ist in 3D, der war Bombe. Die haben so, also dieser Cartoon 3D, der kam so richtig genial rüber. Also davon bitte mehr. Also das meiste 3D finde ich irgendwie überflüssig, weil man es fast nicht bemerkt. Hobbit in 3D fand ich zum Beispiel, es war zwar nett, aber gebraucht habe ich es bei Hobbit nicht. Also man hat bei, wie heißt es, SpongeBob bei den Cartoon-Phasen extrem gemerkt. Und wie heißt es am Ende, wo es animiert wurde, hat man extra darauf angespielt, dass man es richtig, richtig krass bewerken soll, indem Eis auf einen zufliegt, Bomben auf einen zufliegen, alles mögliche. Also ungefähr genau, ungefähr, wenn man sagen möchte, 3D ist cool, zeigt man diesen Film, damit man sagt, wie cool 3D sein kann. Okay. Das klingt nicht Und dann schlecht. ist das einfach noch extrem witzig. Also finde ich. Ja, ist halt SpongeBob. Was halt nur ein bisschen nervt, ist halt, dass sie die Synchronstimme von Thaddäus geändert haben, sodass sie richtig nervig war. Ja, das habe ich in der Vorschau gesehen, weil in der einen Vorschau war die Synchronstimme auch anders, wo ich mir schon dachte, hey, was ist denn da los? Da dachte ich mir so.
Was? Und ich denke jetzt auch gerade so, was? Warum stört das Spiel nicht? Oh, komm. Es geht immer nicht. Kaum sag ich etwas, funktioniert es. Ladadi, ladada, ladada. Ladadi, ladadu, ladadam, dam, dam. Dam, 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 dam. Ah, SpongeBob, was machst du mit deinem Badezimmer? Ich glaube, ich muss den Film bald wieder gucken. Auf DVD. Oh, jetzt geht's los. Yeah. Dann nehme ich jetzt weiter auf. So. Du nimmst immer noch auf, oder? Ja, ich nehme immer noch auf. Okay. Auch wenn sich alle Male die Aufnahmen wieder neu starten und ich dann wieder schön alles zusammenkleben kann. Früher haben sie ja tatsächlich die Filme zusammengeklebt, die Rollen. Okay. Früher haben sie es ja noch so auf solche Filmrollen, auf solche Magnetbänder stimmt, oder sowas. Stimmt, stimmt. Da haben sie das, sich auch so auseinander sieht man auch bei dem Film Fight Club. Mhm. Da machen sie es ja im Film selber, da schneidet ja Porno-Szenen rein. Den habe ich mir letztlich angeguckt. Der Film war cool. Ja, dabei habe ich gut. Dabei dachte ich so, dass wäre, wer ist es? Ich hatte im Hintergedanken einen anderen Film erwartet, nämlich so einen irgendwie so einen komischen anderen und dann hinterher irgendwie voll confused von dem Film, weil irgendwie habe ich so einen komplett anderen Film gedacht, aus ungefähr. Ich glaube, die hatten sogar ich glaube, es gibt sogar zwei Filme mit dem gleichen Titel, also Fight Club. Da gibt's nämlich in einem anderen Film geht's nämlich auch um Fight Club. Okay. Aber da kämpfen doch gegeneinander. Und der eine kriegt richtig auf die Fresse. Ah, die sind da unser Kontrollpunkt. Ich muss F1 drücken. Ach, der ist schon tot? Irgendwie ist das gerade ein anderer Spielmodus, kann das sein? Das könnte sein, lol. Wir gucken mal oben die Anzeige. 1, 2. Es gibt anscheinend zwei Kontrollpunkte irgendwie. I'm ready. Promotion. Promotion. Boah, ich gucke mir, glaube ich, demnächst mal einfach mal in Englisch an. Wir haben den, also ich und Milchreis haben den damals auf Türkisch angeguckt. LOL! Wir haben irgendwie dreimal auf Deutsch geguckt und zweimal auf Englisch und dann haben wir auf Türkisch noch geguckt und. Nein! Man kennt das vielleicht so, diese rassistischen Äußerungen, dass bei den Türken alles mit Ü ist. Das ist wirklich die ganze Zeit Rutschgebitschgebitschgebitschgebitsch. Das ist so, what the fuck? Rutschgebitschgebitschgebitsch. Ja, wir haben uns den auch nur auf Türkisch angeguckt, weil es ziemlich langweilig war, aber es war lustig. Also, die haben zwei Kontrollpunkte und wir keinen. Gibt's irgendwo eine Map? Nö. Nö. Okay, wie macht man das hier? Wie aktiviert man das? Ich glaube, man muss da einfach nur dran stehen. Und wer da mehr Leute hat, der erobert den. Wir erobern den ja gerade. Glück, 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 Glück. Ah, ich muss schon wieder saufen, Alter. Ich kann nichts als saufen. Oh, ich bin. Oh, da steht einer vor uns. Der kriegt voll wenig Schaden. Oh, er ist tot. I'm ready. Promotion. Ich bin bereit, Beförderung. Aber diesmal sieht es gar nicht mal so schlecht aus für uns. Ich glaube, es sieht ziemlich schlecht aus für uns. Nein, ich habe gesagt, es sieht gar nicht mal so schlecht aus für uns. Wenn du dir die Punkte anguckst, es gibt nur einen aus dem gegnerischen Team, der mehr hat als wir. Als unser Bester. Ja, okay. Aber. Ja, gut, das war einer von uns. Ja, gut. Woher kann ich denn das wissen? Nein, das meine ich. Puh, ich meine gerade eher, dass ich nicht weiß, wie die Punkteverteilung hier für Spielgewinn ist. Weil man muss ja die Kontrollpunkte halten und. Das tun wir ja gerade irgendwie nicht so ganz. Um es mal nett zu formulieren. Ja, das kann sein. Ich finde das cool, dass wenn man die Tränke trinkt, die irgendwie auf den Boden schmeißt von wegen, ja? Auch den Scheiß nicht. Lol, was habe ich denn jetzt gemacht? Geht denn dieses komische. Ich glaube, ich muss mit dem nächsten Mal einfach mal die Tasten umbelegen, weil irgendwie so mit.
Ja, irgendwie nicht so toll. Du bist auch tot. Ja, ich bin auch tot. Ja, es ist irgendwann anstrengend, wenn man so die Taste 5 drücken muss. Ja, das ist irgendwie voll ungewohnt. Oder F1. Wenn man gleichzeitig WASD und dann noch die anderen komischen Tasten drückt. Ich glaube, ich mach mal die Kette auf R. Das Schild auf Leertaste, ja, das könnte... Wie, ich konnte gerade irgendwas benutzen, hä? Ja, man kann wohl Objekte aus LOL, der Welt das ist benutzen. Ja cool. Oh, bin umgefallen. Gott, krieg ich hier aufs Maul. Du bist gerade mal irgendwie Sechser aus dem Team. Was ist da los? Ja, ich blödel den nur so rum, ne? Ja, ich merk das schon. Oh, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen so auf Killen. Ach. Lol, die haben hier eine Tür vor unsere Basis hingestellt. Wie komme ich zu euch? Die hat irgendwie so bestimmt 10.000 Leben. Fuck! Wir müssen außen rumlaufen jetzt. Was soll denn der Scheiß? Hier ist auch eine Tür. What the fuck? Ja, läuft. Die hat über Millionen von Leben. Hilfe! Lol, hier ist auch eine Tür. Ja, die haben hier eine Tür hingebaut. Voll asozial. Oh Gott, ich bin tot. Lol, da ist einer Garrosh Hellscream. Was ein Nerd. Okay, wobei er heißt Garrosh Hellscree. Können wir auch mal wieder gewinnen? Ja, gewinnen wir nicht schlecht, ne? Ja, hatte ich voll Lust zu. Wir haben mal wieder angebracht. Ich glaube, wir sollten zunächst einfach mal die Spielregeln durchlesen. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Leroy Jenkins. Leroy! Gluck, 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 gluck. Oh, bin tot, jawohl. Was? Ich hab. Ich war volles Leben und der hat mich mit einem Angriff kaputt gemacht. Oh, du bist hier. Oh, deine Punktzahl 88. Ich bin Erster. Mit 88 Punkten. Mit 88? Da schwing ich dort glatt meine Keule. Oh, lol, was hab ich denn jetzt aktiviert? Ich hab das Steam Interface. Drückst du auch random einfach irgendwelche Tasten? Ja. Das ist gut. Eventuell. Oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Gott. Ich sag, unser Team ist schuld. Double Kill. Alles gesteelt hier. Guck mal, da liegen wieder Bretter. Gott, ich habe mir auch erst vorhin durchgelesen, wie man Bretter aufhebt. Wie war denn das? E drücken. E drücken. Okay. Und kann ich jetzt irgendwie so? Nö. Cool, wenn diese kleinen Viecher, die können so Türme aufbauen oder Mauern. Und wenn die nicht schaffen, komplett aufzubauen, dann kannst du die einfach kaputt machen mit einem Schlag. Cool. Das ist voll gemein. Ich glaube, ich müsste mehr blocken. Das könnte man tun. Ja, wäre vielleicht angebracht. Eventuell. Zehnfach-Tötung. Elf. Ich bin gerade vielleicht ein bisschen überfordert vom Spiel. Gibt es irgendwie Steuerung oder... Nee, hier gibt's doch nicht meine Hilfe. Selbstmord beginnen. Die einfachste Lösung ist. Wir haben halt Heiler und so einen Scheiß. Ich will auch einen Heiler. Ich hab den gerade umgebracht, der 11 Leute gekillt hat am Stück. Ich hab eine Doppeltötung.
Dann eine Dreifachtötung. Ich bin tot. Aber ich bin nicht Zweiter. Ich bin tot. Ey, ich bin Zweiter. Also ich weiß nicht, ob wir das Spiel besonders gut können oder ob wir einfach nur Luck haben, aber irgendwie sind wir immer recht weit oben, oder? Anscheinend sind wir Pros. Ja, irgendwie schon. Ich weiß zwar nicht, was wir machen, aber... Wir machen es anscheinend richtig. Aber wir verlieren. Ah, ich habe 472 Punkte, Alter. Ich bin Boss. Okay, der andere hat doppelt so viel. Ja. Auch nur, weil die gewonnen haben. Aber auch nur, weil sie gewonnen haben. Gott, der hat 360 Punkte mehr als ich. Krass. So, okay. Was alle kauft, was? Erhalten sie 25%. Cool. Aber keine Freunde. Forever alone. Ja, gut, das war's mit der zweiten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Geht. Tschüss. Okay.